Heute ist der 9. Mai 2018. Wir haben jetzt das Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung durchgeführt. Der angeklagte Arzt wurde freigesprochen im Zweifel. Es wurde von der gerichtsmedizinischen Sachverständigen wiederum bestätigt, dass Herr Erich Sterlinger an den Folgen eines Hirntods verstorben ist aufgrund unzureichender Sauerstoffversorgung, dies im Rahmen der Reanimation. Eine grobe Fahrlässigkeit des Arztes wurde bestätigt, aber die gerichtsmedizinische Sachverständige hat überraschend ausgeführt, dass sie nicht sagen kann, ob Erich Sterlinger nicht Stunden oder Tage später auch an den Folgen des Herzinfarktes verstorben wäre. Und aufgrund dieser Zweifel musste der Richter im Zweifel für den Angeklagten freisprechen. Die grobe Fahrlässigkeit bleibt im Raum und für die Witwe ist es natürlich eine furchtbare Entscheidung. Für mich war es ein starkes Stück vom Richter, dass er so entscheiden hat müssen. Ich bin schockiert. Ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaft vielleicht anders noch entscheidet, aber ich werde kämpfen für Gerechtigkeit. Das habe ich meinem verstorbenen Gatten am offenen Grabe versprochen. Ja, wir haben ein zivilrechtliches Urteil, das dem Grunde nach die grobe Fahrlässigkeit bestätigt. Dieses ist rechtskräftig, das heißt, wir gewinnen zivilrechtlich wegen grober Fahrlässigkeit. Hier wird das Verfahren noch weitergeführt, der Höhe nach der Ansprüche. Wir machen weitere Ansprüche geltend. Im Strafverfahren leider bitter für die Witwe ein Freispruch, im Zweifel für den Angeklagten, weil man es nicht mit Sicherheit sagen kann, die Sicherheit, die im Strafrecht erforderlich ist, für den Todeseintritt. Die grobe Fahrlässigkeit wurde bejaht und ich werde im Auftrag der Witwe weiterkämpfen im Zivilverfahren, wo wir die Ansprüche erfolgreich durchsetzen werden.